Hallo und willkommen bei einem weiteren C++-Tutorial von A bis Z. In dieser Folge möchte ich euch mit euch gemeinsam die C++-Templates, die Funktionstemplates besprechen. In C++ gibt es unter dem Begriff Templates auch noch die sogenannten Klassentemplates. Da werden wir später dazu kommen, wenn wir Klassen kennenlernen. In dieser Folge, wie gesagt, die Funktionstemplates. Ich versuche euch logisch ein bisschen in diese Thematik hinzuführen, indem ich etwas wiederhole. Was heißt wiederholen? Etwas zur Erinnerung rufe. Wir haben in dem Videokapitel Funktionsüberladung haben wir schon kennengelernt, dass wir Funktionen für verschiedene Arten von Parameter überladen können. Wenn ich zum Beispiel habe, ich möchte eine Zahl ausgeben. Hier in der Funktion will ich zum Beispiel oben nichts ausgeben. Macht zwar keinen Sinn. Vergessen wir mal die Tatsache, dass das Programm keinen Sinn macht. Möchte ich euch einfach nur die unterschiedliche Darstellung verdeutlichen, die man machen kann. Durch Funktionsüberladung haben wir ja gelernt, dass wir in der Lage sind, die eigentlich gleiche Funktion mit dem Namen neu zu überladen, indem ich einfach eine neue, eine Art, ja, eine zweite Variante einbaue. So können wir jetzt hier print auf die Art aufrufen oder sogar, weil wir die zweimal programmiert haben, auch mit der Variante, wo wir eine Integer-Wert bekommen wollen, habe ich das überladen und habe jetzt plötzlich zwei Möglichkeiten. Hier wird die Print-Funktion aufgerufen, die nichts bekommt. Mit Zeile 18 kriegen wir die Print-Funktion aufgerufen, die einen Integer möchte. Wenn wir das ein bisschen weiterführen in eine bisschen sinnvollere Logik, zum Beispiel Summe, ich programmiere eine Funktion, die zwei Werte bekommt, int a und b. Und die Idee von der Funktion ist, er soll mir die beiden Werte zusammen rechnen und das Ergebnis mir zurückliefern. A plus b. Das ist eine Funktion, die nenne ich Summe, also die bildet die Summe von den zwei Werten und gibt sie mir zurück. Jetzt haben wir aber jetzt die Möglichkeit, auch eine Summe zu bilden von Double-Werten. Also muss ich sagen, ich möchte aber keine Integer-Werte übergeben, sondern Double, habe jetzt Double a und b und gebe natürlich auch ein Double zurück. Dann habe ich gemerkt, oh Moment mal, zwischen Double habe ich ja noch eine Art andere Fließkommazahl und zwar den Float. Das möchte ich auch haben. Und ach, wäre cool, wenn das wäre, macht keinen Sinn, aber wäre lustig, wenn ich auch Chars addieren kann. Wir wissen ja, ein Character ist ja nichts anderes als eine ASCII-Zahl, was wiederum nichts anderes ist als eine Zahl halt eben. Und wenn ich einfach A und B zusammen addiere, kriege ich eine neue Zahl raus. Und wenn ich sage, ich möchte aber einfach mal aus Spaß wissen, was passiert, wenn ich das A plus B addiere, also Buchstabe, gehen wir davon aus, hier liegt jetzt ein Buchstabe, der ist Buchstabe X und das ist Buchstabe Y, was da drin steckt als Char. Was passiert, wenn ich X und Y addiere? Und was passiert, wenn ich das dann zurückgebe als Char? Einfach mal so just for fun. Jetzt habe ich sozusagen vier verschiedene Varianten der Summe. Das ist doof, weil stellt euch mal vor, uns ist aufgefallen, dass die Addition hier oder die Logik hier drin falsch ist. Wir müssen eine Verbesserung machen und haben gemerkt, das ist eigentlich falsch, was ich mache. Meine Summe sagt ja eigentlich, ich will ja immer plus 1 dazu addieren. Das gehen wir davon aus, die Funktion hieße nicht Summe, sondern Special Sum oder irgendwie anders, eine andere Funktion. Und die Logik ist falsch. Ich habe was falsch programmiert und habe aber schon lange hier alle überall rüber kopiert und Copy und Paste und alles schon ausgeformt. Und jetzt habe ich gemerkt, oh, mein Programmcode ist falsch. Jetzt muss ich natürlich händisch hergehen und es überall nachpflegen. Das ist ein bisschen so der Nachteil von Funktionsüberladung. Das heißt, ich habe natürlich Fehler, die sich hier einschleichen. Habe ich auch hier, habe ich auch hier, habe ich auch hier. Zudem habe ich auch unnötige viele Zeilen Code. Ihr seht, irgendwie wiederholt sich immer was. Ich habe immer zwei Werte bekommen, bilde daraus eine Addition plus 1 und gebe das Ergebnis zurück. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist dieser Datentyp. Das ist die einzige Unterscheidung. Rest bleibt komplett gleich. Also wir sehen, irgendwie ist hier wiederholender Code. Wir sehen irgendwie, ja, wenn sich hier ein Fehler einschleicht, muss ich gleichzeitig die anderen drei, vier Funktionen auch noch nachpflegen. Das muss doch schöner gehen. Das muss doch eigentlich eine Möglichkeit geben, zu sagen, dieser Datentyp hier, der ist derjenige, der sich ändert. Der Rest bleibt gleich. Die Logik bleibt gleich. Die Art und Weise, wie ich Summe aufrufe, bleibt gleich. Die Anzahl der Parameter bleibt gleich. Eigentlich brauche ich nur einen Platzhalter, der mir das hier ersetzt. Mal ist alles Char, mal ist alles Double, mal ist alles Float. So, wie dem auch sei. Das wollen wir jetzt haben. Funktionstemplates ist hier die Lösung. Diese Funktionstemplates geben uns die Möglichkeit, das zu lösen, indem ich nicht mal hier
gleich die Funktion viermal programmiere, sondern nur ein einziges Mal. Ich lasse diese Funktion hier mal stehen und programmiere drüber mal ein Funktionstemplate. Das ist das heutige Thema, Funktionstemplate. Oder Funktionstemplates. Die Syntax läuft folgendermaßen ab. Was wollen wir tun? Wir wollen das, das und das wollen wir ersetzen. Das sind unsere Platzhalter. Diese Platzhalter ersetze ich mal durch ein T. Sieht jetzt komisch aus, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Ihr könnt es auch anders nennen, X oder J oder Y, wie auch immer. Ich habe es T genannt, für Template. Im Prinzip ist das ein Platzhalter, eine Schablone. So, allerdings versteht C++ diese Syntax nicht. Der erwartet hier ja einen Datentypen. Der sagt, ihr, diese Syntax stimmt nicht. Das ist Blödsinn, T kenne ich nicht. Damit er jetzt diese Syntax nicht einfach auswertet und mich nervt, bringe ich ihm noch bei, hör mal zu, ich habe hier vor, ein Template zu programmieren. Und schreibe auch Template hin. Dann muss ich noch ihm beibringen, was das T bedeutet. Das T mit spitzen Klammern. Type Name. Ich sage ihm dazu, es gibt jetzt einen Typnamen T. T ist ein Typname, erkläre ich ihm. Es ist nur ein Typname für irgendwas anderes, was du später bekommst. Also, das ist die Syntax von einem Template. Ich habe gesagt, ich will ein Template. Mit den spitzen Klammern sage ich, was für ein Platzhalter ich haben möchte. In diesem konkreten Fall will ich nur einen Platzhalter haben, dass ich mit dem Namen TypeName einführe. Damit sage ich hier Platzhalter, bitte aufpassen, das T ist kein Typ. Hier würde er versuchen, das T aufzulösen, sagen, diesen Bezeichner kenne ich nicht. Ich sage, das ist auch kein Bezeichner, das ist ein TypeName, ein Typname. Behandle das T bitte als Typname, sage ich ihm. Und so, dass er dieses T als Typnamen, als Platzhalter für einen Typen benutzt. Im Prinzip erwarten wir hier nun mal A ist ein Datentyp. Dieser Datentyp ist T. TypeName, Datentyp. Typname. So, jetzt haben wir im Prinzip hier eine Art Schablone gegossen. Ihr seht hier, wollen wir ja im Prinzip Integer haben. In diesem Fall wollen wir Floats haben. Im Prinzip ist überall, wo ein T ist, zu ersetzen durch ein Int, durch ein Float, durch ein Double und so weiter und so fort. Das ist es, was wir ja erzielen mit dieser Art, mit diesem konkreten Beispiel. Das da ist jetzt eine Funktion, die existiert jetzt gar nicht. Wenn ich diese Funktion mir anschaue und implementiere und ich würde das kompilieren, dann hätte ich diese Funktion auch vorrätig. Ihr dürft bei Templates eine Sache müsst ihr noch verstehen. Eine Funktion, die ich programmiere, ist als Programmcode verfügbar. Ein Template ist nicht verfügbar. Wenn ich das jetzt ausführen würde und kompilieren würde, dann gibt es noch keine Funktionssumme. Die Funktion wird erst generiert. Im Prinzip ist ein Template nichts anderes. Jetzt habe ich hier irgendwas falsch gemacht. Typ Neudefinition, was ist das? Ich habe A doppelt bezeichnet, das war mein Fehler. Ich nenne es mal besser gesagt Value 1 oder Zahl 1 und Zahl 2. Das ist, glaube ich, noch sauberer. So, was ein Template ist, ist im Prinzip ein Mechanismus an den Compiler, dass er hergeht, beziehungsweise an den Präprozessor. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, der Compiler ist an der Stelle gefragt. Der erkennt, liest die Main-Funktion, erkennt, ich habe keine Summe aufgerufen, deswegen baut er benutzt er diese Schablone nicht. Ein Template ist nichts anderes als Schablone. Oder auch Blaupause genannt. Ich verstehe das Wort Blaupause benutze ich persönlich sehr selten. Sollte man mal gehört haben, was eine Blaupause ist. Im Prinzip eine Schablone. Diese Schablone wird nicht benutzt, weil ich Summe nie benutzt habe, nie aufgerufen habe. Was passiert hier eigentlich? Ein Template ist halt was bisschen Spezielleres als eine Funktion. Aus diesem Template wird eine Funktion gegossen, ab der Stelle, wo ich die verwende. Wenn ich sage Summe soll mit den Datentypen 5 und 9 agieren, dann erkennt der Compiler, okay, Summe, es gibt zwar keine Funktion Summe, aber ich habe ein Template gefunden, das Summe heißt. Ich versuche mal aus dieser Schablone eine passende Funktion für dich zu gießen. Er erkennt, dass ich zwei Integer übergebe und weiß, ihr wisst ja, ein Integer ist immer so ein ganzzahliger Wert ohne Komma. Also wenn ich mit der Maus schon drüber gehe, seht ihr Int, der hat das als Datentyp Int und Int erkannt. Also weiß er, dass er das T durch ein Int ersetzen soll. Und er baut sich und gießt sich, wenn ich jetzt kompilieren würde, kompilieren,
haben wir natürlich hier ein Problem, weil wir noch keinen Return haben. Wir müssen einen Return zurückgeben. Weil ich gesagt habe, ich liefere was zurück, also liefere ich jetzt auch was zurück. Und jetzt führt das Programm aus tatsächlich. Was hat der Compiler gemacht? Der hat die Sache kompiliert. Beim Kompilieren hat er erkannt, ich habe hier einen Funktionsaufruf. Und normalerweise juckt ihn das nicht. Normalerweise würde er die Funktion nicht verfolgen. Der Linker ist ja derjenige. Wenn ihr überlegt, erinnert euch mal an die Themen Kompilieren und Linken. Wenn der Compiler hergeht und die ganze Datei, die Main-CPP in dem Fall, kompiliert, findet er diese Zeile, kompiliert den Code, aber ruft die Funktion nicht auf. Es könnte also auch reichen, wenn ich einfach sagen würde, in Summe, das hätte ihm genügt. Das heißt, wenn ich das hier mal wegnehme, um nochmal zur Wiederholung, was Funktionen und so wie das ist, wie eine Funktion funktioniert, wenn ich einfach hier in Summe schreibe und hier Summe aufrufe, das juckt den Compiler relativ wenig. Der Linker meckert, von wegen, diese Funktion wurde nicht gefunden. Wenn ich das Programm jetzt ausführe, kriegen wir einen gleichen Linkerfehler. Hier seht ihr LNK, das ist ein Linkerfehler. Der sagt mir irgendwas mit in Summe nicht aufgelöste externe Symbol. Das liegt einfach daran, dass die Funktion gar nicht gefunden wurde. Der Compiler, dem juckt es gar nicht erst. Ihr seht, das ist ein Linkerfehler und kein Compilerfehler. Die Ausführreihenfolge ist immer die: erst kommt der Compiler und kompiliert das und überprüft die Syntax und guckt, ob grammatikalisch alles richtig ist. Und in dem Fall ist grammatikalisch alles richtig. Und der Linker fängt dann an, die Funktionsaufrufe dann aufzulösen und zu suchen, wo ist denn bitte die Summe-Funktion? Hier ist das ein reiner Prototyp. Hier habe ich die Funktion gar nicht ausprogrammiert. Ich könnte sie hier jetzt ausprogrammieren. Und dann würde der Linker auch Ruhe geben und sagen, ja, hier ist ja die Funktion, jetzt weiß ich, was die Funktion tun soll. Und hier unten sage ich, was sie tun soll. Return A plus B. Das nur kurz Wiederholung zu diesen Thematiken mit den Funktionen. Und ihr seht, das ganze Ding führt jetzt tatsächlich aus. So, der Linker ist jetzt aber also auch zufrieden. Der Compiler findet hier zwar eine Funktion, aber die ruft er nicht auf. Hier bei Templates läuft ein bisschen anders ab. Bei Templates geht er jetzt her und gießt sich aus dieser Information jetzt tatsächlich passend zu diesem Aufruf eine Funktion, das dann so aussieht. Das heißt, das müssen wir gedanklich wieder wegdenken und er gießt sich eine Funktion, wo er weiß, die Ts sind durch Int zu ersetzen. Und diese Funktion existiert jetzt, wenn ich das Ganze kompiliere, würde er sozusagen das Template einfach ersetzen durch das da. Oder er würde das Template benutzen, die Schablone benutzen, das ich gerade rausgelöscht habe. Würde er benutzen, um sich diese Funktion zu gießen. Das heißt, ein Template ist nichts anderes als eine Schablone. Es ist keine Funktion, die ist nicht existent. Die wird gebaut anhand der Vorgabe, wie ich sie aufrufe. In dem Fall mit zwei Integern. Ich persönlich empfehle euch, so mache ich das persönlich immer, hier mit spitzen Klammern noch den konkreten Typen zu nennen, von dem ich die Funktion haben möchte. Hier mit dieser Variante hat der Compiler selbst herausgefunden, dass ich das T mit einem Int ersetzen möchte. Mit dieser Variante sage ich ihm, ich möchte das T mit einem Int ersetzen. Warum ist das wichtig, dass man das weiß oder auch so auf die Art benutzen kann? Stellt euch mal vor, ich hätte es so geschrieben. Dann würde er eventuell, in dem Fall nicht, aber er würde eventuell Probleme kriegen. Ich führe es mal aus, der müsste es eigentlich hinkriegen. Aber er kriegt es auch nur hin, weil er die sogenannten impliziten Casts, wir werden das auch nochmal lernen, was das ist, implizite Casts. Er castet implizit. Hier erkennt er, es gibt gar keinen Template. Es gibt. Ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Hier findet er. Gebe ich ihm zwei Double-Werte mit, aber ich sage ihm konkret, ich möchte eine Int-Variante haben. Das heißt, wenn ich hier sagen würde, int result und hier noch die Ergebnisse mal double result, ich zeige euch mal die Unterschiede, wann es Sinn macht, wirklich explizit zu sagen, was für einen Datentypen ich haben möchte. Ich gebe mal einfach die Ergebnisse mal aus. Bevor ich lange rede, zeige ich euch einfach, was ich meine. Das ist das Int-Result, das ist das Double-Result. Damit ich weiß, was ist, schreibe ich nochmal davor Int hin. Das habe ich jetzt, wann für Tipper. Double.
So, das müsste eigentlich genügen. Ich fülle das mal aus und hoffe, dass ich einen Unterschied jetzt sehe. So, ich sehe bei beiden natürlich Varianten 0. Das liegt einfach daran, dass das nicht gegriffen hat. Beziehungsweise ich habe eine 0 zurückgegeben. Sorry, mein Fehler. Zahl 1 plus Zahl 2 muss ich natürlich noch ausrechnen, sonst kriege ich auch keinen Wert zurück. Dass ich eine 0 zurückgekriegt habe, liegt daran, dass ich hier Return 0 geschrieben hatte. Und wir kriegen jetzt bei beiden Varianten tatsächlich eine 14. So, das sieht man noch nicht den Unterschied. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier an der Stelle. Jetzt müsste ich eigentlich 14,2 zurückbekommen. Ich mache das mal weg, das ist das alte Programm. So, jetzt sehen wir bei der ersten Variante nur eine 14, bei der ersten zweiten Variante 14,2. Warum kriegen wir hier eine 14,2 als Ergebnis zurück und hier eine 14? Ich mache mal hier auch einen Double-Wert. Es könnte natürlich sein, ich vermute mal einfach, dass diese hier ein Double zurückkommt, aber weil ich gesagt habe, hier das ist ein Int-Speicher, schneidet er das Komma weg. Hätte ja sein können. Deswegen mache ich diesen Datentyp jetzt zu einem Double, sodass hier nichts weggeschnitten werden kann und gebe den Wert dann aus. Das ist noch das alte Programm. Ich führe es mal aus. Und sehe immer noch eine 14. Das heißt, obwohl der hier ein Double-Typ ist als Ergebnis, kriegt er trotzdem nur eine 14 und keine 14,2. Hier der da kriegt seine 14,2. Die Werte, die ich übergeben habe, sind die gleichen. Wo ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist hier. In dieser Variante erkennt der Compiler, ich baue mir ein Template aus Double. Das heißt, er baut sich eine Double-Variante von Summe. Das baut er sich. Und diese Funktion ruft er dann auf. In diesem Fall. Beim ersten Fall habe ich aber vorgegeben, dass es eine Int-Variante sein soll. Und er hat sich dann eine Summe gebaut zudem noch mit der Int-Möglichkeit. Ihr seht, im Prinzip diese Funktionsüberladung macht er für uns jetzt, der Compiler, nicht mehr wir. Aus dieser Schablone baut er sich diese zwei Funktionen. Hier habe ich konkret gesagt, unabhängig davon, was für Werte er bekommt, möchte ich eine Int-Variante. Er baut sich diese Variante und ruft die dann auf, wenn ich das Programm ausführe. Was passiert? Geht das technisch? Syntaktisch geht das. Es liegt daran, dass er hier zwar Double-Werte bekommt, aber hier erlaubt er Double-Werte, obwohl wir hier Int haben. Erlaubt der Double-Werte, die schneidet er einfach ab. Da haben wir implizites Casting. Wenn implizites Cast nicht greifen würde, würde der Compiler hier einen Fehler ausspucken normalerweise. Er sagt, ich habe eine Summe von Int gebaut, Int-Variante, das da, aber du rufst mich mit Double-Werten auf. Funktioniert nicht. Normalerweise müsste er da meckern. Ich erwarte, dass er hier irgendwo als Compiler-Ausgabe irgendwie gesagt hat, hier steht's. Konvertierung Double Int möglicher Datenverlust. Er hat also erkannt, dass er hier einen Datenverlust hat. Ist ja auch richtig. Wegen dem impliziten Cast, also diese Konvertierung implizit als automatisch, erlaubt er das. Damit habe ich aber bewiesen, dass diese Variante dafür sorgt, dass er diese Funktion aufruft, weil ich es hier vorgegeben habe. Wenn ich es nicht vorgeben würde, würde er hier auch die Double-Variante benutzen, wie hier unten auch. Das heißt, diese Templates-Geschichten funktionieren normalerweise so, dass ihr die Schablone baut. Hier habt ihr auch diese spitzen Klammern übrigens, das findet sich hier ein bisschen wieder. Die geben vor, welcher Typ T sein soll. Und hier beim Funktionsaufruf sage ich wieder mit den spitzen Klammern, welcher Typ es konkret ist. Deswegen würde ich es empfehlen, gewöhnt euch bitte an diese Variante und nicht an diese Variante. Weil hier sieht es so aus, als würden wir eine Summe haben wollen von zwei Doubles. Und es kann passieren, dass der Compiler nicht in der Lage ist, es aufzulösen und zu kompilieren, weil eure Templates ein bisschen anders programmiert sind. Das, was ich euch zeige, ist noch ein sehr einfaches Beispiel. Dementsprechend gewöhnt euch lieber dran, Template-Aufrufe auf die Art zu machen, dass ihr vorgibt, was für konkrete Werte ihr wollt. Wenn ich hier wirklich Double haben will, schreibe ich trotzdem Double rein. Und dann erkennt er, obwohl hier Double-Werte sind, müsste er eigentlich von selbst erkennen, dass T ein Double sein soll, gebe ich hier das trotzdem explizit vor und kriege später keine Probleme. Das wollte ich euch nur ein bisschen zeigen und demonstrieren, was passiert, wenn ich zwei Double-Werte mitgebe, aber Int vorgebe, dass er trotzdem eine Int-Variante baut und dass es zu komischen Verhältnissen kommen kann.
Es ist schnell passiert, dass ich versehentlich hier statt Werte gibt man normalerweise in der Regel Variablen rein. A und B zum Beispiel oder Zahl 1, Zahl 2, die ich viel weiter oben definiert habe, versehentlich, die sollten ursprünglich Integer sein. Ich habe blöderweise aufgrund von veralteten Programmschnipseln habe ich noch Double stehen und habe dann Double gemacht. Und dann würde hier, weil A und B Double-Werte sind, würde hier für mich eine Double-Variante bauen. Ich möchte aber kein Double, ich wollte Int benutzen. Wenn ich was mit Int vorgebe, kann mir nichts mehr passieren. Dann baut er nämlich eine Int-Funktion und sagt genau das, was ich wollte. Also man muss echt hin und wieder mal aufpassen, welche konkreten Datentypen oder Werte man gibt, wie die Datentypen überhaupt aussehen, die man übergibt und was der Compiler daraus baut. Wichtig ist, dass ihr eine Sache versteht. Template ist nur eine Schablone. Die benutzt der Compiler, um sich anhand des Aufrufes, des Template-Aufrufes, eine passende Funktion zu gießen. Er setzt an dieser Stelle hier das T, hier ist im Prinzip eine Summe, da wird ein Double übergeben im Prinzip, so muss man sich das vorstellen. Oder der Platzhalter wird zum Double oder wird mit Double ersetzt. Und hier sage ich ja, was ein Platzhalter T ist. T ist mein Platzhalter. Diese spitzen Klammern hier, das findet ihr wieder. Ihr könnt euch das vorstellen, als würde das da hier landen, als T weitergeführt. Aha, Double ist unser T oder umgekehrt, und T ist unser Double. Und überall, wo jetzt T steht, wird durch Double ersetzt. Wirklich im Prinzip gedanklich Copy-Paste. Der wird jetzt wirklich Textersetzung machen und überall, wo ein T steht, ein Double reinschreiben, wird diese Schablone nutzen, um daraus eine Funktion zu bauen. Das simuliere ich jetzt mal mit Kopieren und Pasten. Und das Template schaltet er dann ab. Und somit habe ich meine Schablone gegossen anhand dieser Variante. Das heißt, das schneidet er beim Kompilieren weg und sagt, alles klar, ich habe einen Summenaufruf und da ist die passende Summe gefunden. Sehr schön. Compiler, Linker, beide sind zufrieden. So funktioniert das ungefähr. Bisschen höhere Kunst, sage ich jetzt mal, aber wenn ihr Funktionsüberladung verstanden habt, versteht ihr auch, welchen Mehrwert so ein Template hat. Das ist nichts anderes, als er macht Funktionsüberladung für uns automatisiert. Welchen Vorteil haben wir? Wir haben die Sache einmal definiert, wir haben hier unsere Programmlogik, können die ohne Probleme einfach mal erweitern, wie wir es ursprünglich haben wollten. Und schwupps, habe ich nur eine Stelle korrigiert und diese Schablone nutzt er, der Compiler, um meine Varianten der Überladungen selbst zu generieren. Im Prinzip ist das ein bisschen generische Programmierung, was wir hier gerade machen. C++ kann natürlich auch generische Programmierung. Template ist so der erste Fuß, den wir da reinsetzen in Richtung generisch. Ich hoffe, das Thema war nicht zu kompliziert. Sollte euch das ein bisschen zu viel gewesen sein, könnt ihr euch das Video immer wieder angucken. Sonntags natürlich in C++ Livestream, C++ Live-Suppe kommen, 18 Uhr. Beziehungsweise in meiner alten C++ A bis Z-Reihe habe ich Funktionstemplates, soweit ich weiß, auch erklärt. Guckt einfach mal in meiner alten Playlist nach, ob das Thema dort auch ist und ob ich es da vielleicht sogar einfacher erklärt habe. Ich weiß es nicht. Wenn es euch hilft, tut das einfach, weil im Prinzip habt ihr da den Mehrwert. So. Ich hoffe, das ist soweit verstanden. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr Bescheid. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.